Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ist doch nur Bot. Heute sind wir unterwegs, mal wieder mit Satyricon. Ich hatte endlich mal wieder Zeit, auch ein Replay entgegenzunehmen und aufzunehmen und überhaupt und sowieso. Was heißt, ich habe Zeit? Ich nehme mir die Zeit jetzt einfach mal. Er hat mich ja so penetrant genervt, mir die Mail geschickt und du musst das verfilmen. Ich will es am besten heute noch sehen und naja, gut. Wenn einer so lieb fragt, dann machen wir das natürlich. Wo sind wir unterwegs? Wir sind auf Lakeville in einem Begegnungsgefecht mit einem blöden TD, der uns gerade quer fährt. Und wir sind im KV2 in dieser Sonderedition. R für zielsicher. Oder wie auch immer die Scheißkarre heißt. KV2R. Ja, hier dieses Ragnarok-Dingens. So. Topftier. Kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. KV2 ist man eigentlich eine echte Macht. Eigentlich. Ein bisschen Teamhilfe wäre schon trotzdem noch günstig. Und dann schauen wir mal, wie er seine Chancen hier verwertet. Der Start ist noch ein bisschen zäher, aber das ist normal auf der Karte. Haben wir nochmal Zeit, ein bisschen Kaffee zu trinken. Eine Ente als Scout. Ja, hast du fein gemacht. So, der Lux hat gleich ausgeluxt, wenn er jetzt nochmal vorluxt. Schlechte Wortspiele. Ich tue gleich 5 Euro in die Kasse. Ja. Er hat ihn erwischt! Krass! Ich dachte maximal gesplasht so ein bisschen, aber er nimmt ihn raus. Okay, schön! Erster Kill. Ja. War auch ein wichtiger Kill. Wenn der Gegner erstmal in der Sicht ein bisschen eingeschränkt ist, ist das immer hilfreich. Und gerade der Lux ist auf seiner Tierstufe einfach nur OP. Sichtweite, Feuerrate, der hat es einfach drauf, die Kiste. Also schon nicht zu unterschätzender Gegner. So, jetzt geht's los. Er fährt hier quasi HE-only. Ja. Kleiner Tipp beim Russen, entweder gar nicht einzielen oder voll einzielen. Alles dazwischen ist Kacke. Ja, er fährt hier quasi full HE. Hat jetzt noch 23 Mumpeln. Zweimal hat er schon geschossen. Oder dreimal. Ja, ja. Sehr gut. Ja, was willst du da machen? Also, 910 Schaden bei 86 mm Durchschlag. Jetzt zeig mir mal einen. Auch nur einen Vierer oder Fünfer, der hier 86 mm Panzerung hat. Gut, der beim OI könnte es hinkommen. Beim gegnerischen haben wir da. Ja, genau, OI-Exp. Also sollten so ziemlich alle Treffer auch entsprechend Durchschläge sein und damit kein Problem. Ansonsten macht er hier mit der normalen AP, 110 Durchschlag, 700 Schaden und mit der Premium 136 Durchschlag, was dann auch für so ziemlich jeden Sechser reicht. Und ebenfalls 700 Schaden. 77 zu 450. Ich denke mal, das ist ein guter Trade. Aber sein Team wird hier auf der linken Flanke ordentlich gepusht und ist quasi nicht mehr existent. Na, VKP, Turmpanzerung ist unerheblich. 465, nächster Kill. Wir sind jetzt bei 4 und 1300 Schaden. Ich glaube, einen Sensenmann gibt es dafür. Ich sag, also das Ding alleine als Top-Tier in so einer Situation muss man einfach ausnutzen. Da könnte es mit der Frontpanzerung ein bisschen eng werden. Genau, aber wenn er da unten in die Seite reinballert, ist das kein Problem. Den wichtigsten, schwierigsten Gegner rausgenommen. Jetzt ist er quasi absolut konkurrenzlos. Jetzt kann er machen, was er will. Er dominiert jetzt das Schlachtfeld. Auch wenn sie in der Unterzahl sind, das ist unerheblich. Der einzige, oder die einzigen, die tatsächlich noch gefährlich werden könnten, wären jetzt die Selbstfallerfette und der 4H, der Hartz-IV-Panzer.
der Hartz-IV-Panzer wegen der HE-Bumme. Der hat auch die 10-5er drauf. Die macht dann schon ordentlich Schaden, wenn er Motorraum trifft oder so. Und der Tussi-Toaster des Todes, wenn er die große Gun drauf hat, hat er 194 mm Durchschlag. Ja, genau. Und verteilt ordentliche Schellen. Der hat die große. Deswegen muss er da ein bisschen aufpassen. Gut, dass da noch einer im Cap stehen bleibt, so setzen sie ein bisschen unter Druck. Ja, der Nachtheim KV-2 ist halt die Sichtweite, ne? Er kann da gut gesichtet werden und auf Entfernung bekämpft. Offensichtlich war unser kleiner italienischer Freund da auch gerade gesehen worden. Ja. Das war's. So. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ah, der Italiener wurde zuerst zerstört und dann die Selbstfallerfette. Das heißt, wir haben ein 5:1 Verhältnis jetzt gehabt. Da hast du nicht gut getroffen und der Hartz-IV-Panzer ist raus. Und jetzt hat er noch 3 TDs vor sich und wenn er das schafft, hat er die Kolobanov. Wir sind jetzt bei 1:8. Oh, verrissen, Gott sei Dank. So klein ist die Gun vom T-40 nämlich auch nicht unbedingt. Genau, 112, tut auf Dauer auch weh. Allzu oft treffen lassen darf er sich nicht mehr. Glückwunsch zu Radley Walters und zum Krieger vorhin, das habe ich gar nicht so ich gar nicht so schnell mitgekriegt. Geil. So, wie, was machen wir jetzt? 38T, ob der zu dir kommt, wage ich zu bezweifeln. Der SAV wird auch irgendwo lauern, weil die sind beide turmlos. Die werden es jetzt nicht riskieren, irgendwie im Häuserkampf da irgendwas noch zu versuchen. Doch. Oh, scheiße. Das war unglücklich. Ach, ich habe den SAV jetzt verwechselt mit dem Fünfer. Der Fünfer hat die deutlich gefährlichere Kanone. Der Vierer ist noch nicht ganz so durchschlagsstark. Aber der hat auch so einen riesen HE-Wumme, beziehungsweise Heat schießt der, glaube ich, ne? Also der Fünfer schießt Heat only. Einmal Premium, einmal normal. Okay. Möchte meinen, hat er jetzt gerade wieder nur die Kette getroffen oder tatsächlich das Rohr? So. 9 haben wir. Schafft er den 10. hat er die Pool und die Kolobanov. Was ein ziemlich geiles Match wäre. Was, schießt du jetzt Premium? Das sehe ich ja jetzt erst. Alter, was machst du? Wolltest du jetzt auf wirklich auf Nummer sicher gehen? Hinter dir übrigens. Jetzt sieht er. Ja, Marder, wie gesagt, ist keine Gefahr. Das ist bloß noch Makulatur. Hol ihn dir! Bam! Schön! Mit einem schönen Moontreffer geht's dann in die Garage. Sehr schön. Also, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Er ist der Platzhirsch und deswegen gucken wir uns jetzt gleich mal noch die Auswertung an. Das sollte jetzt so funktionieren. Ach, perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also, es war der Meister natürlich. Wir haben Hand of God. Das ist, wenn sich die Leute hier gegenseitig... Ach nee, ach, scheiß drauf. Er hat Hand of God. Er hat den Schläger. Er hat Sprengmeister hier, oder wie das Ding heißt. Den Duellanten. Und Wirkungsfeuer, logischerweise. Kolobanovs-Medaille, Pool-Medaille, Stahlwand, Großkaliber, Krieger. Was gibt's denn noch Geileres, bitte? Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Runde gewesen. Hier 13 Anleihen, das ist auf Tier 6 schon echt extrem. Also Glückwunsch zu dieser Wahnsinnsrunde. Pool, Kolobanov, bam. Ja, genau so. Das ist kurz zusammengefasst das ganze Match. 2500 Damage, der nächste hier mit 1,3. Da drüben mit 1,6 maximal Hartz-IV-Panzer. Er ist gefährlich. 5 Kills hat er auch gemacht. Also der war schon auch gut dabei. Könnt ihr mal gucken. Ja, 10 von 10. Ja, also da muss man schon aufpassen, wenn man dem gegenübersteht. Der ist nicht zu unterschätzen. Aber wie gesagt, unser Satyricon hat das Ganze hier absolut dominiert und unter Kontrolle gehabt. Von 13 Schuss haben 9 gesessen. Einmal Splash. Das muss der Dingens hier gewesen sein. Wo ist er? Ah, hier der Lux. Ist gar nicht mehr hier drauf. Hat der nicht einen Lux abgeknallt, sag mal? Ach, hier ist er doch. Genau.
Ich denke mal, Damage to Enemy Vehicle, 94. Okay. Dann war es tatsächlich der Splash. 2.500 Schaden hatte ich gesagt, fast 2.6. 94, das war der Lux. 94 über 300 Meter. 15 Mal getroffen, wurde er getroffen. 6 davon gingen durch, 9 davon nicht. Damage Block bei Armor, demzufolge 7,75. Alle, die er beschädigt hat, hat er auch zerstört, sprich 10, 10. Zwei Verteidigungspunkte hat er sogar noch und 1,7 Kilometer sind wir gefahren. Aufgrund der Aktion, die gerade läuft, diese Halloween-Aktion, gibt es ja noch einen Boost. Ich denke mal, daraus wird das resultieren hier. Hat er noch ein paar Taler mit gut gemacht und 42.000 plus. Wenn man bedenkt, dass er hier mit Zusatzrationen gefahren ist, die ja auch nochmal 20.000, also ist das schon schwer in Ordnung und die Crew freut sich über 5.600 Erfahrung. Das hat doch auch was. Ja, wie gesagt, vielen Dank für diese geile Runde. Hat Spaß gemacht anzusehen. Und wenn ihr noch mehr davon habt, dann schickt's mir zu. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim selber ausprobieren, selber in den Wahnsinn getrieben werden. Und ich habe meinen Text vergessen. Ist scheißegal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Kenny.